Der rote Teppich wird ausgerollt. Die internationalen Maifestspiele 2012 können beginnen. Zwei Wochen lang wird das Hessische Staatstheater in Wiesbaden wieder renommierte Schauspielensemble, Ballettkompanien, Orchester und Sänger aus der ganzen Welt präsentieren. Das Publikum kann bedeutende Kunst unterschiedlicher Epochen und unterschiedlicher Regionen erleben. Seit 116 Jahren gibt es die internationalen Maifestspiele Wiesbaden. Seit über 10 Jahren ist es nun Tradition, dass sie mit einer Uraufführung von Ernst August Plötzke, dem Leiter der Musiktheaterwerkstatt am Hessischen Staatstheater, eingeleitet werden. Heute heißt das Stück »Nie sollst du mich befragen«, ein Zitat aus dem Lohengrin von Richard Wagner. Ich habe ein Motiv, das sogenannte Kreismotiv, aus dem Vorspiel zu Lohengrin genommen. Dieses Motiv wandert durch verschiedene Stimmen. An einer Stelle kommen wir sogar über Veränderungen des Motivs zu einem Zitat von Rossini. Also der ist sehr toll, was der zu bieten hat, der Ernst August Plötzke. Wir freuen uns unheimlich sehr auf die Israelis, die hier spielen, die Chinesen, die hier spielen, Kanadier, und wir könnten uns finanziell nicht erlauben, dorthin zu fliegen. Ich finde den Rahmen traumhaft schön. Ich finde, die Stadt tut unendlich viel auf diesem Gebiet. Und was ich ganz besonders bemerkenswert finde, sie tut es für jeden. Für Menschen, die vielleicht nicht solch ein großes Portemonnaie haben, und für Menschen, die vielleicht ein etwas größeres haben. Und ich denke, das macht die Größe einer Stadt und die wirkliche Kultur aus. Was sind für Sie die Highlights der diesjährigen Maifestspiele? Auf jeden Fall Lohengrin. Wir haben uns letztens auch von Wagner die Oper Parsival angesehen und freuen uns jetzt quasi, ja, Lohengrin anzuschauen, was ja inhaltlich auch damit zusammenhängt. Warum ausgerechnet Lohengrin? Ja gut, Wagner generell, und die Musik ist natürlich immer ein Klassiker. Das lohnt sich einfach, herzukommen, es ist super. In meiner Schulzeit habe ich schon die Maifestspiele besucht, und ich freue mich, dass diese Kulturszene immer noch besteht, wenn auch das Niveau in früheren Jahren höher war als heute. Ich würde gerne diese großartige Sache von Maifestspielen, die uns ja Anschluss gibt an die internationalen Festspiele überall, von Luzern bis sonst wo, und nachdem ich zweimal in Bayreuth den Lohengrin gesehen habe, müssten wir hier draußen irgendwie dazu kommen, dass wir wenigstens die Ouvertüre übertragen. Oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, für die, die das lieben. Und vielleicht lässt sich das technisch irgendwann einrichten, ich weiß nicht.